So, da begrüße ich euch mal wieder zur VR-Lounge. Heute geht es mal um die Oculus Connected 6. Explizit nachher dann um das Thema Oculus Link. Will euch aber keine Informationen vorenthalten, wird aber auf viele Punkte nicht allzu eingehen. Werde es benennen und euch Links von VR-YouTuber empfehlen und euch natürlich unter der Videobeschreibung verlinken, sodass ihr euch da auch genauer informieren könnt. Also Oculus Connected 6, die VR-Konferenz von Facebook. Über das, was jetzt im nächsten Jahr alles kommen mag oder auch Ende dieses Jahres. Mit der Oculus 6 kam ja auch schon das Spiel Raiders Immortal 2 in den Store, also konnte man sich direkt kaufen. Daher auch das Video, was ihr seht, das ist der Dojo. Ich mache natürlich absichtlich keine Aufnahmen von dem Story-Modus, der relativ kurz gehalten ist und daher natürlich, ne, man kann da schon in einer halben Stunde die komplette Story spoilern, also lassen wir das und ich zeige euch hier Bilder von dem Dojo-Modus, der auch sehr schön ist. Bei Raiders Immortal 2 im Dojo kamen auch einige neue Elemente hinzu, die auch im Story-Modus dabei sind, die Nutzung der Macht. Finde ich ganz cool, dass man jetzt als im Dojo als Jedi mit der Macht arbeiten kann. Macht Spaß, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Einfach mal reingehen und selber spielen, ist wirklich toll. Wie gesagt, der Story-Modus ist relativ kurz, circa eine halbe Stunde würde ich sagen. Mit dem ersten Teil kommt ihr dann circa, ja, vor allem wenn man sich Zeit lässt, vielleicht auf anderthalb Stunden, ja. Hat dann natürlich dann ungefähr eine Spielfilmlänge, was ja auch an sich Star Wars Raiders Immortal ist. Ist so ein interaktiver Spielfilm, kann man sagen. VR-Spielfilm. Und macht auch sehr viel Spaß, also ist wirklich toll. Wie gesagt, bei beiden Titeln hat man den Dojo dabei, beim ersten und beim zweiten Teil. Die Dojos unterscheiden sich, wie ich schon sagte, im ersten Teil mit dem Lichtschwert kann man dann spielen und im zweiten Teil hat man zu dem Lichtschwert natürlich auch die Machtfertigkeit des Heranziehens und Wegstoßens mit dabei. Ne? Ich hoffe, im dritten Teil, dem Ende, kommt vielleicht noch mehr Machtfähigkeiten hinzu. Wäre cool, würde mich freuen. Cool ist natürlich die Interaktion im Dojo mit den Gerätschaften, dass man wie halt bei, wie bei den Klassiker, ich sag jetzt mal, man hat vielleicht die Szene vor Augen, wie in der, wie auf Bespin Darth Vader da die Schalter umlegt, um dann um gegen Luke zu kämpfen, ist echt cool gemacht. Wie gesagt, der Dojo macht Spaß. So. Dann weiter im Text. Dann wurde vorgestellt Medal of Honor von Respawn. Ja, Respawn ist bekannt durch Titanfall. Hier versucht ganz klar Oculus ein Franchise wieder zu beleben, um auch einen bekannten Titelnamen zu nutzen, um Leute in die VR zu bringen. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich habe seinerzeit wirklich sehr gerne die ersten beiden Titel der Medal of Honor Reihe gespielt. Deswegen freut es mich dann auch, gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass man halt wieder hier um den Widerstand geht in Frankreich. Das war ja auch Thema des zweiten Medal of Honor Titels. Also da freue ich mich wirklich riesig dabei. Der Henk hat mal die Tage in seiner Show, Henk VR, immer wieder sonntags, oder VR Gaming, auch einen alternativen Multiplayer-Titel vorgestellt, den man jetzt für 10 Euro kaufen kann. Den fand ich auch sehr schön. Werde ich euch auch in der Beschreibung zum Video verlinken. Dann wurde Termine genannt für weitere AAA-Titel, wie man ja so schön sagt, für VR. Und zwar Stormland und Asgard's Rest. Stormlands, das ist ein Open-World-Titel, ein Shooter, wo man sich halt in der freien Welt bewegen kann. Werde euch zu beiden Titeln Videos von voodoo.de unten in der Beschreibung verlinken, sehr empfehlenswert, sind wirklich tolle Titel. Asgard's Rest ist klar, ist nordische Mythologie, ist aber trotzdem sehr interessanter Metzler, sage ich jetzt mal. Dann wurde angekündigt Beat Saber, neues DLC und 360 Grad Modus für die Quest, Echo VR Quest, ja, da freue ich mich richtig drauf, fand ich schon cool. Auf dem PC mit der Quest natürlich kein Kabel, absolute Freiheit. Das ist so eine Art futuristisches Sportspiel. Kann sich das vorstellen wie Filmszenen aus Ender's Game. Verspricht sehr viel Spaß. Werden auch viele dann mit der Quest dann haben mit dem Titel. Dann wurde gesagt, dass um die 50 Go-Apps für die Quest optimiert wurden. Also Titel, die im Vorfeld für die
3 oder 3 Freiheitsgrade Brille, die Oculus Go erschienen sind. Die wurden jetzt optimiert für die Quest. Und da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen interessanten Titel. Da werde ich euch auch einen Titel, eine Seite zu verlinken, wo die Titel vorgestellt werden. Alles unter den Beschreibungen dann. Dann auch ganz spannend finde ich Facebook Horizons, wo ich mich natürlich auch für den Beta-Zugang für Anfang des Jahres angemeldet habe. Hoffentlich bekomme ich den. Ja, Facebook Horizons ist dann natürlich, klar, mit der Plattform Facebook wahrscheinlich verknüpft. Und da geht es dann um eine virtuelle Welt, Stadt. Ne? Man kennt das aus Science-Fiction, aus der Science-Fiction-Literatur, zum Beispiel Sergei Lukjanenkov, Labyrinth der Spiegelung, ganz klasse Romane, kann ich euch an der Stelle empfehlen. Werde ich vielleicht auch unter der Videobeschreibung dann verlinken, also zur Rezeption. Und neueres kennt man, oder später erschienenes Buch wäre dann dieses Ready Player One mit der Oasis, wäre dann auch vergleichbar. Also dann geht es dann auch darum, dass man sich selber Welten gestalten kann, wo man dann zusammen mit anderen interagieren kann. Also das klingt dann sehr spannend. Dann Hardware-Technik wurde dann auch das Finger-Tracking für die Oculus Quest vorgestellt. Soll es erstmal nicht für die Rift S geben. Finger-Tracking verspreche ich mir jetzt nicht so viel. Da wird es interessante Apps für geben, die sicherlich Spaß machen. Finde ich solche Geschichten wie Finger-Tracking eher für die Industrie interessant. Oder halt zur Bildung. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt als Azubi für, ich sag jetzt mal, als Kfz-Mechaniker was lernen will und kann dann einen Motor komplett mit den Händen auseinanderbauen. Für sowas finde ich halt Finger-Tracking interessant. Zum Spielen würde ich immer, kommt natürlich auch wieder je nach Titel an, aber für die meisten Spiele eher Controller bevorzugen, also handgetrackte Controller, wie man es aus der VR kennt. Keine Gaming-Controller, also keine PC-Controller oder Spielekonsolen-Controller, sondern halt VR-Controller, wie die Touch-Controller von der Quest oder von der Rift. Ja, wenn man dann einen Shooter spielt, dann hat man natürlich eine Waffe in der Hand. Viele benutzen dann auch extra Gunstocks, obwohl das schon cool ist mit den Touch-Controllern. Also Finger-Tracking, wie gesagt, für generelle VR-Spiele finde ich persönlich wenig interessant. Aber da lasse ich mich auch überraschen. Da wird es auch die ein oder andere Titel geben. Die Stores für beides wird auch getrennt sein. Also Finger-Tracking bekommt einen eigenen Store, wo man sich dann auch sicher ist, dass dieser Titel, den man sich dort erwirbt, auch fürs Finger-Tracking gedacht ist. Genauso der umgekehrte Fall. Dann, Riese Wirbel, hat es natürlich dafür gesorgt, dass ein Oculus Link-Kabel für die Oculus Quest angekündigt wurde für den November, also auch bald. 80-Euro-Kabel, 5 Meter lang. Damit kann man dann seine Oculus Quest über das USB-C an seinen PC anschließen und macht damit seine Quest zu einer PC-VR-Brille. Viele haben dann aufgeschrieben, haben gesagt, ja, das macht ja jetzt meine Rift S zum Beispiel total obsolet. Hat dann der eine oder andere gemeint, nein, macht es nicht. Man muss dabei bedenken, die Oculus Quest hat einen Lithium-Ionen-Akku, wie man es aus Laptops oder auch Handys kennt. Und wie der eine oder andere weiß, wenn man die dauernd vollgeladen benutzt, ja, also immer auf, wie gesagt, geht es dann darum, dass der Akku dann komplett geladen ist, dann schadet es den Akku und verkürzt die Lebensdauer. Und ich meine, so eine Oculus Quest, die leider keinen wechselbaren Akku hat, die kostet 450 Euro. Ähnlicher Preis wie beim Handy. Ich nutze mein Handy auch gerne länger als 5 Jahre. Also ich sehe da nicht ein, warum der nach 5 Jahren kaputt gehen soll. Und möchte dann auch gerne weiterhin solche Geräte nutzen. Und bei Laptops ist das wahrscheinlich eher nachvollziehbar heutzutage. Leider. Leider ist es eher bei Laptops nachvollziehbar. Und daher macht es natürlich keine Rift S obsolet. Weil im Endeffekt ist es ja so, man sollte dann besser wirklich nur für einen kurzen Zeitraum seine Quest am PC nutzen, zumal die auch sehr frontlastig ist, also es ist auch nicht so bequem wie eine Rift S. Und daher ist natürlich, wenn man eher generell VR am PC genießen will, eher doch zu einer Rift S zu raten. Für viele Nutzer ist das dennoch spannend, weil man einfach halt jetzt aus einem anderen Betrachtungswinkel sich entscheiden kann für den Kauf für VR-Artikel. Man kann jetzt sagen, okay, ich habe jetzt keinen High-End-Rechner zu Hause, mich interessiert jetzt erstmal eine Oculus Quest, ja, ist damit super aufgestellt, hat ein tolles autarkes VR-Headset, braucht keinen PC, keine Spielekonsole, reicht die Brille als solches. Und später sagt man sich vielleicht, vielleicht schaffe ich mir jetzt doch noch einen Gaming, High-End-Gaming-Rechner an, womit man auch eine VR-Brille nutzen kann
Und ja, hat dann auch schon eine VR-Brille, die man am PC anschließen kann. Ja? Wird dann immer wieder hin und wieder die Quest als PC-VR-Brille nutzen. Bitte beachtet, wirklich nicht lange, am besten dann wirklich in einem niedrigen Akkustand die Quest am PC anschließen, damit der Akku laden kann. Also der lädt ja immer dann. Und wenn der dann vorgeladen ist, dann am besten die Nutzung abbrechen. Also circa bis zu 2 Stunden kann es dauern, bis die Quest dann geladen ist. Und dann solltet ihr die wirklich dann wieder erstmal entleeren, den Akku, wenn ihr ihn weiterhin am PC nutzen wollt. Heißt natürlich, wenn der Nutzer, der zuerst eine Quest hatte, dann sich ein High-End-PC angeschafft hat, kann dann schon direkt hin und wieder seine Quest als PC-VR-Brille nutzen. Wenn er sich sagt, okay, ich spiele jetzt gerne mal Simulatoren, ob jetzt Rennsimulatoren oder Weltraumsimulatoren, nur mal so als Beispiel, über mehrere Stunden am Stück am PC, dann absolut natürlich eine PC-VR-Brille nutzen, damit, wie gesagt, der Akku der Quest dann auch keinen Schaden nimmt und man die dann auch über Jahre hinweg immer weiter nutzen kann. Na, daher meine absolute Empfehlung, werde ich auch so machen. Also ich habe hier eine alte Rift noch liegen, die mit Sensoren im Raum betrieben werden muss und halt die Quest. Und ich warte natürlich gezielt auf ein richtig gutes Angebot für die Rift S dann. Denke mal, wird im nächsten Jahr so weit sein, dass die dann auch für weniger als 450 Euro zu haben ist. Und werde mir dann später im nächsten Jahr mal eine Rift S zulegen und meine alte Rift dann erst ausmustern. Solange bis dahin, bis dann das sehr, sehr gute Angebot dann verfügbar ist, werde ich hin und wieder ab und zu auch mal meine Quest als PC-VR-Brille nutzen. Aber nicht über mehrere Stunden. Ich möchte diese tolle VR-Brille lange nutzen und ja, später dann auch vielleicht innerhalb der Familie mal weitergeben. Mal sehen, ne? Kommt da ja drauf an, wie sich alles weiterentwickelt. So, das waren die News. Ich meine, das Video mit dem Dojo geht so ca. 15 Minuten. Wenn ich die jetzt nicht ganz gefüllt habe, seht es mir nach. Ich wünsche euch noch viel Spaß in der virtuellen Realität. Ein Like fürs Video würde mich freuen und natürlich ein Abo. Und damit ihr auch nicht verpasst, wenn ich was Neues hochlade, die Glocke benutzen, ja? Damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt. So, ich wünsche euch noch viel Spaß. Man hört sich. Bis dann.